Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Im Mount. Es gebe hier Kadabra. Im Mount Pyre. Ja, in der letzten Folge ist es geschehen. Der erste Tod, seit dieses Projekt wieder eine Randomizer ist. Mein Starter, Fragezeichen Man das Sichlor. Alter, was hast du für Augen? Und jetzt sind wir hier in diesem passenderweise. Als ob! Hier gibt's Bibo und Kadabra! Wisst ihr, was mein Encounter war? Ich hoffe, Baldur sieht das nicht. Ein Baldorfisch! Dieser Haufen Kacke! Wenn du das siehst, sorry. Alter, jetzt mal im Ernst, kann ich hier drin nicht rennen. Ganz passend eben zur letzten Folge. Was bringst du? Ey, komm. Das ist schon irgendwie ein Deck, oder? Jeder an diesem Ort gibt es nur coole Encounter. Und Baldorfisch. Das Inn heißt auch Mount Pyre. Ja. Das heißt, es ist kein eigener Bereich. Obwohl, es wird halt neu angezeigt. Da kann man sich drüber streiten. Aber bei dem Encounter ist es relativ egal. Es gibt schlimmere, aber selbst wenn's meiner wäre, wenn ich hier einen hätte. Selbst wenn. Ich wollte gerade sagen, ich hatte schon gefühlt den Satz bereitgelegt, wenn das gerade schon gekommen wäre. Ich glaube, ah ja, stimmt. Ich glaube auch im Original gab es nur ein Pokémon hier draußen. Deswegen spawnt hier auch nur eins in der Randomizer. Jetzt mal for real. Das kann doch nicht sein. Ist das hier nicht schon der Ort, wo ich hin muss? Ich dachte, ich muss innen den ganzen Berg hochklettern. Aber hier ist doch schon der Ort, wo ich hin muss, oder nicht? Ja, ist es. Ich renne nochmal zurück. Hier gibt's eh nur Schnecken. Jetzt mal im Ernst. Wer ist an zweiter Stelle? Übrigens, für Fragezeichen meines Teams ist mein einziger anderer Ersatz, den ich derzeit habe, Beyblade. Und ich merke, meine Pokémon sind ziemlich angeschlagen, die weiter vorne stehen. Was bist du? Aha. Ja. Also du brauchst auf jeden Fall einen super Trank. Steckdose gehe ich mal auf ein Risiko. Und nehmen so mit rein. Ich sollte aber auch nicht zu sehr Risiko gehen, weil wenn ich noch ein Pokémon verliere. Ich habe wirklich keine Möglichkeiten, was das angeht. Ja, okay. Meine einzige Möglichkeit wäre dann das Baldorfisch. Ah, Pflanze ist halt ein bisschen belastend gerade, obwohl... Der Blizzard habe ich ja seit der letzten Folge drin. Dann haben wir noch den Fireblast neu auf. Tyrann bekommen und den Donner auf Steckdose. Das trifft das auch Steckdose eigentlich? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Jawohl. Sehr schön. Beyblade ist natürlich jetzt ein bisschen untergelevelt, deswegen kriegt er jetzt auch
erstmal den EP-Teiler. Gut, bin mal gespannt, wie es heute läuft, aber hi Ryu, ey, komm, du willst mich doch triggern. Das Ding gibt's ja als Encounter und ich hab stattdessen Haufen Kacke bekommen. So, hier Tyrann. Du dürftest mit dem Ding ganz gut klarkommen. Ist das sehr... Jetzt mal im Ernst, ist ein bisschen blöd. Ich kann die Sprache ja... Ja. Das passiert, wenn ich auf Deutsch schalten will, immer. Ernsthaft? Hat das Ding gerade Genesung benutzt, weil der Sandsturm es einmal getroffen hat? Starker Zug, Kadabra, starker Zug. Finde ich vor allem klasse, dass ein Schwarzgurt nur ein Pokémon hat. Und das ist einfach Psycho-Pokémon. Passt perfekt. Ja. Ihr Keks, was wollt ihr? Ach stimmt. Igelava hatte ich ja sogar auch mal als Encounter, nicht? Na, die Pflanzen-Pokémon schon wieder. In diesem Fall will ich halt unbedingt Wasser auf Igelava benutzen. Ich hätte natürlich auch Blizzard nutzen können, aber... Okay, das Ding haut einen Ruckzuck-Kieb raus. Ja, das macht nichts. Das hingegen schon. Oh, danke. Overheat und Surfer. Du machst kein Damage, vergiss es. So, jetzt ist die Lava raus. Und Parasect kriegt jetzt eine richtig fetten Vierfach-Schwäche. Keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Hitzewelle oder sowas. Zack. Weg. Raus mit die Viecher. So. Beyblade kriegt auch endlich mal ein Level up. Der ist noch aus der Safari-Zone übrigens, für die, die es nicht gesehen haben, vorletzte Folge. Ein Ultraball. Das Reptane sieht sehr seltsam aus, aber irgendwie cool. Und? Es wäre besser gewesen als Baldorfisch! Okay, du wärst nicht so viel besser gewesen, aber immer noch besser. Ich habe wirklich... Ich habe wirklich den schlechtestmöglichen Encounter bekommen, bin ich sehr sicher. Ich nehm's zurück. Tut mir leid, Baldorfisch. Ich habe nicht den schlechtesten Encounter bekommen. Wenn das Zubat gekommen wäre, hätte ich so weit losgemusst. Ah, hier kann ein Doppelkampf getriggert werden. Hat mir gerade... Nee, welche von beiden waren das? Auf jeden Fall haben sie 6 Pokémon. Wow. Jetzt geht man nicht so ab. Man merkt, ich habe richtig Angst vor denen. So. Jetzt mal im Ernst. Donnerblitz auf den Elekid und es tötet fast. Stimmt. Ich dachte gerade... Nee, ist Naskneet nicht sogar Only Gestein? Ich habe gerade gedacht, das ist Gesteinboden, deswegen ist Donnerblitz immer noch sinnvoller aufs Elekid. Aber ich glaube, wäre sogar aufs
andere sinnvoller gewesen. So, weiter geht's. Illumis. Wenn die andere Zwolbeat hat, wär's lustig. Fast. Fast. Dann machen wir's so. Zack, weg mit dir. Günther dürfte eigentlich auch töten können mit seinem Angriff. Ahn zu Biris. Für eine Sekunde zwei Geist-Pokémon bei den Gegnern auf dem Feld. Aber auch nur für eine Sekunde, außer jetzt kommt noch eins. Du bist kein Geist-Pokémon. Bis bringt nicht so viel, Surfer will ich jetzt auch nicht die ganze Zeit nutzen, mache ich mal Aeroass. Könnte zwar schon gut sein, dass das Zubiris überlebt, aber ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie bedrohlich. Noch ein Level up. Ja. Ich sag ja, könnte bedrohlicher sein. Die Quick Attack bringt halt nichts, aber egal. Ja genau, das macht nichts, weil das Ding sich selber geschützt hat. Ergibt Sinn. Ach komm, YOLO. YOLO, warum nicht? Oh, schade, daneben. Dann eben so. Wenn jetzt beide verfehlt hätten, wäre es zwar toll gewesen, aber... Das war's dann auch mit dem Zubiris. Level 27. Oh, registriere mich nicht im Pokénav. Falsche Treppe. Ach, hier gibt's auf jeder Ebene andere Encounter. Das ergibt Sinn. Dadurch war auf der ersten Ebene doch Baldorfisch der schlechteste. Jawohl! Zubat ist lediglich auf der zweiten. Was ist das für eine Animation? Das war einfach Shooting Star. Das kann man da richtig geil einfügen, wenn man Talent hat. Das wäre saulustig. Ja, wen juckt's, dass es nicht sehr effektiv ist. So, Level 34 für Steckdose. Ein Endivier. Endivier ist cool. Testen wir doch mal Tyranns neuen Fireblast aus. Das arme Endivier, Alter. Einfach so eine kleine Birne oder sowas mit einem Blatt oben drauf. Und ich komm rein mit Godzilla. Okay, kein Mitleid mehr. Mitleid ist weg. Du Haufen Kacke! Jetzt kriegst du so einen auf die Fresse! Ich sag dir locker, das Andy wir tötet, Tyrann. Und Feuersturm. Die Animation erkenne ich. Ich denke, das, was Vulko hat, ist Hitzewelle und das eben jetzt Feuersturm. Ich habe keine starken Kampf... Ich habe überhaupt keine Kampfattacken mehr. Ich habe Steckdoppelkick verlernen lassen, aus gutem Grund. Hier komm, du hast so selten Auftritte, Bulbi. An sich wäre es zwar vermutlich wegen dem Sandsturm sinnvoll gewesen, einfach auf Tyrann zu bleiben, aber... Okay, der nimmt dann halt nicht durch den Sandsturm, sondern durch Giftschaden. So, paar Leben weg bei beiden. Rasierblatt. Ich rasier dich, Amenakoin.
Ja, senk nur meine Verteidigung. Gute Idee, weil du sicher nochmal zum Angriff kommen wirst. Und weg. Fainted. Ich hab den Psycho William besiegt. Wow. Jetzt mal im Ernst, warum muss man diesen Turm überhaupt hochklettern? Wir haben Team Aqua ja schon gefunden, direkt am Anfang. Ist das irgendwie eine Verarsche oder sowas? Zur Hölle kommt man da? Ach, von der einer Ebene weiter oben runterfallen. Ein Amaldo. Gestein. Käfer? Fragezeichen. Es kann aber vermutlich Bodenattacken, deswegen. Hier, komm, Günther. Ich sprühe mal ein bisschen gerade. Es wollte sich schützen, das Kackviech. Das war keine gute Idee. Damit hast du es geschafft, mir nicht mal Schaden zu machen. Sie mag's nicht zu verlieren. Könnte man ja fast Mitleid haben. Jetzt mal for real, wie weit geht denn das? Ich glaube echt, von ganz oben kann man gefühlt ganz runterfallen und dabei viele Items mitnehmen. Was hast du? Nelekit. Donner. Donner. War ein bisschen dumm, Donner zu benutzen, aber ich kack drauf. Oh, die 9er Intensität haut's raus. Und wie weit geht's jetzt noch? Ich kann Doppelkampf triggern. Und zwar gegen ein Makago und einen Dingsbums. Wie auch immer das Viech auf Deutsch heißt. Ich vergesse es immer wieder. Tengulist. Danke, ich selber. Diese Feuer-Pflanze-Kombination ist irgendwie ziemlich oft heute, kann das sein? Die ist ziemlich nervig. So, was macht der für einen Angriff? Ich hoffe, kein zu stark. Okay. Shadow Ball. Ich hatte Angst, dass jetzt ein saustarker Pflanzenangriff kommt. Das hätte nämlich sehr sicher. Okay, nee, rausgehauen hätte es vermutlich nicht, aber es hat auf jeden Fall gut Damage gedrückt. So, apropos raushauen. Tschüss. Ja, und das hier ist die Belohnung fürs Besteigen des gesamten Bergs. Und zwar... Oh, lohnt sich. Kann das irgendwer... Shadow Ball. Beziehungsweise Spukball. Stimmt, auf Beyblade ergibt das doch durchaus. Obwohl der ist ein Psycho-Pokémon und. Oder? Ich sag so. Auf jeden Fall besser für den Nuzlocke als Finale. Oder ich glaube, das war Explosion. Beides gleich dumm. Dann findet man noch. Das ist so ein Rauch, der sorgt dafür, dass Gegner irgendwie... Wehe, ich muss jetzt das Richtige wählen. Du Haufen Scheiße! Du Haufen Kacke, was soll denn? Oh, Nachtara wäre voll der geile Encounter gewesen. Merkel aber nicht.
Jetzt mal im Ernst, ich sage euch, hätte ich einen Tangela bekommen, das Ding wird aber achtmal Merkel heißen. Dann haben wir noch so einen Rauch. Und wieder auf der vorletzten Ebene. Komm, nehmen wir auch mal das da, dann haben wir alle. Und sind wieder am Anfang. Das wäre natürlich ein schöner Encounter. Gibt doch nicht nur ein Pokémon hier offensichtlich. Weiter. So, dann mal kurz. Wer braucht Heilung? Ja, ich... ein bisschen Verschwendung eigentlich, aber... So. Ich würde auch mal sagen, es darf mal wer anders nach... Falscher Knopf. Nach vorne. Und zwar... garantiert nicht Beyblade. Komm hier. Bulbi. So, jetzt kommt erstmal Team Aqua Action. Und zwar mehr als nur ein Kampf. Natürlich. Natürlich. Ich habe überlegt, ob ich Vulko nach vorne stelle. Mit Boden- und Feuerattacken. Und dann kommt ein Stahl-Pokémon. Als Rache dafür, dass ich doch den Pflanzentyp genommen habe. So, weiter geht's, nächster. Ey, komm, das Spiel will mir sagen, warum hast du dich Vulko nach vorne gestellt? Trifft sogar. Das will mich doch verarschen. Ich stell den Pflanzentyp nach vorne, anstatt dem Feuerbodentyp. Und die nächsten zwei Gegner sind Stahl und Feuer. Ich bin kein Team Magma-Kek. Nächste Runde. Diesmal hab ich Pflanze und Wasser an vorderster Stelle. Pflanze ergibt Sinn! Ja! Komm, hauen wir einfach mal Multitreffer-Action. Das dürfte... Oh, das nimmt nicht viel Schaden, das Maschok. Ich hoffe, Rasierblatt reicht zumindest für das, wie auch immer das linke Ding nochmal auf Deutsch heißt. Och, komm! Ha, verfehlt. Geowurf. Der Surfer dürfte beide raushauen, genau. Komm, zweimal Wasser. Hau zweimal Wasser rein, Gegner. Beyblade kriegt ein Level. Du bist nicht Wasser, du bist einfach nur nutzlos. Ja, genau. Und Pflanzen. Mann, ich krieg eine Krise. Ich mache jetzt trotzdem den da und den da. Da, zack und zack. Rasierblatt reicht nicht. Ja. So. Was ich aber gesehen habe, bevor ich hier... Wer bräuchte denn mal Äther? Ich wollte keinen Schutz benutzen. Ich hatte nur einen Äther anscheinend. Ich kenne dich. Und du am besten auch. Auch nochmal sicher gehen, ob ich nicht vielleicht lieber noch wen heilen will. Ich habe ja sicher auch noch ein paar Oranberry 3. Und ich will nicht den Tag checken, sondern eine dir geben. Eine dir geben. Und die letzte dir geben. So, und jetzt haben wir hier den Team Aquaboss. Keine Ahnung, wie ich den gesprochen habe. Ich scheiß jetzt auch drauf. In dem Projekt geht es eh wenig um Story und viel um Gameplay. Team Magma, Smark heißt der auf Deutsch, ist vor uns gekommen. Aber wir haben, was wir wollen. Der rote
Ich sag jetzt einfach mal roter Juwel, Habayolo. Wie auch immer ich auf Deutsch Adrian habe ihn jetzt. Okay, wir verpissen. Okay, ich dachte eigentlich, dass ein Aqua-Vorstand mich jetzt bekämpfen will. Nicht nur der blaue, sondern auch der rote Orb sind weg. Sie dürfen nicht auseinander geraten. Was wollen die Leute? Ah ja, war es Team Magma und die haben den blauen Orb geholt. Naja, sie haben das hier gelassen. Magma-Emblem. Ja gut. Der will eine Geschichte erzählen. Schön für ihn. Gibt's hier Items? Nice. Ich glaube, ich konnte das noch nie so gut nachmachen wie gerade eben mit dem Noise. Ich bin gerade stolz auf mich. Und jetzt wieder weg und soweit ich weiß zurück zum Aqua-Versteck, bei dem wir bereits einmal waren, aber nicht reingekommen sind. Bei den Typen, die mir ganz schlauerweise garantiert nicht gesagt haben, dass ich hier hinkommen soll. Da unten ist die verfluchte Route. Die, bei der ich Fragezeichen-Man verloren habe. So, weiter geht's. Alter, geh weg, Otto. Otto ist einfach so ein Keks. So, weiter spulen. Yay, yeah, wupp. Der Typ trainiert immer noch seine Weimar. Wir gehen jetzt hier hin. Ah, ja, stimmt. Ich muss jetzt gar nicht zum ich muss nicht zum Aqua-Versteck, sondern zum Magma-Versteck. Mount Chimney. VM-Sklave. Nicht hierhin. Also zumindest Flugsklave. Die Beldra halt. Ah, stimmt. Ich habe ja auch noch ein End. Oder, warte, das war doch irgendwie... Ah, doch, ich habe Ente. Ente ist auch ein Encounter. Halt auch alles Wasser, ne? So, mal ganz kurz hier Steckdose ablegen. Den habe ich, glaube ich, noch nie abgelegt. Der verdient auch mal eine Pause. Mount Chimney. Ich weiß den deutschen Namen nicht mehr. Auf jeden Fall, das war, wo man zwischen Oder war der 5. oder der 6. Arena-Orden, der beim Vater... Nee, das war der 5. Das heißt, zwischen 3. und 4. Orden, der Berg. Der... Wo genau war der? Jetzt mal mehr ins... Wo war Mount Chimney? Wo war überhaupt die Kack-Arena? Das war doch irgendwie... Ich bin gerade komplett lost, muss ich sagen. Route 116, Route 117, Route 111. Ich bild mir an. Ich flieg einfach mal hier hin und guck, was da ist. Hier müsste ich hoch. So, zack, hier hoch. Hier ist Mount Chimney. Und der Ort, wo ich hin muss, ist hier beim Jagged Pass. Der Felsen da reagiert auf das Magma-Emblem. Und hier ist das Team Magma-Versteck.
Und hier gibt's Encounter, bitte. Gib mir einen guten Encounter, gib mir einen guten Encounter, gib mir einen guten Encounter. Okay, geht auf jeden Fall schlechter, sag ich mal. Also ich würd's mal fangen. Wenn's jetzt nicht gerade dadurch stirbt, aber ja. Und wenn's nicht, und wenn's in irgendeiner Form mitkommt. Nicht Poison, sondern Sleeper. Natürlich hat's Insomnia, dann eben doch Poison Powder. Jetzt habe ich halt nicht mehr viel Zeit. Aber einen Statuseffekt wollte ich halt zufügen. Komm. Oh Gott. Nur noch einmal. Aber ich hab's. Uff. Nicht so viele Leben bei Bulb. Das war's dann auch mit der heutigen Folge von Pokémon Emerald Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Keine Ahnung, wie ich dich nenne. Doch, hab ne Ahnung. Voodoo-Puppe, Alter. Nur ohne Puppe. So, in der nächsten Folge kümmern wir uns... Jetzt mal einen Moment. Einen Moment. Irgendwer hätte schon Stärke. Ja, ich denke mal am besten auf Flygon. Dann muss ich halt wirklich Steckdose weglassen. In der nächsten Folge geht's dann hier weiter. Bis dann. Ciao.